Sonntags Niedersachsenstadion Hannover 96 gegen Hansa Rostock. Ich glaube, es gibt schlechtere Arten, seinen Sonntag zu verbringen, zumal dieses Duell für beide Mannschaften heute extrem wichtig ist. Auf der einen Seite, für Hannover 96 sind 3 Punkte heute extrem nötig, wenn man weiter im Kampf um den Aufstieg den Anschluss halten möchte. Und auf der anderen Seite, für die Kocker aus Rostock ein Sieg genauso wichtig, wenn man weiter im Kampf um den Klassenerhalt mit dabei sein möchte. Zumal Schalke gestern 1:0 gewonnen hat und Lautern heute auch noch spielt. Ich glaube, alleine deswegen wird das heute schon ein sehr, sehr interessantes Duell werden. Und auf der anderen Seite freue ich mich auf gute Stimmung. Hannover eh immer gut, top mit dabei. Dazu heute noch ein reisefreudiger Anhang aus Rostock. Ich glaube, das wird auch richtig gut, auch wenn in den ersten 12 Minuten wieder geschwiegen wird, was auch völlig verständlich ist. Ich hatte ja schon mal in einem anderen Video meine Meinung zu diesem Protest gesagt, dass ich das sehr, sehr gut finde und auch voll unterstütze. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Duell heute und deswegen geht es jetzt auch nach Hannover. Da sind wir angekommen in Hannover und wie immer haben wir noch ein bisschen Zeit bis zum Anpfiff und genau die Zeit nutzen wir, um uns nochmal die Tabelle anzuschauen. Ich habe es ja eben schon mal anklingen lassen. Hannover braucht heute einen Sieg, um im Aufstiegskampf weiter mit dabei zu sein. Zurzeit, nach den Samstagspartien, steht man mit 28 Punkten auf Rang 6 der Tabelle. Also mit einem Sieg kann man heute auf 5 Punkte tatsächlich an den Relegationsplatz rankommen und ist wieder voll mit dabei. Bei Hansa Rostock sieht es so aus, zurzeit mit 20 Punkten auf Rang 16 der Tabelle. Bei einer Lautra Niederlage und bei einem Hansa-Sieg kann man heute also auf einen direkten Nicht-Abstiegsplatz springen. Von daher für beide Mannschaften ein Sieg heute wirklich extrem wichtig. Und deswegen schauen wir uns das Spiel jetzt an und es geht direkt ins Stadion. We'll be right back.
aussieht. Mal gucken, ob es weitere Aktionen gibt. Transparente hängen auf jeden Fall. Mal schauen, was noch kommt. Nachdem jetzt etwa zum achten Mal Tennisbälle auf das Spielfeld geflogen sind und ich glaube, jeder Laden in Hannover und Umgebung, der Tennisbälle hatte, völlig leer gekauft ist, ist das Spiel jetzt erstmal unterbrochen. Mal schauen, wie lange es jetzt unterbrochen ist und wie es dann weitergeht. Lassen wir uns mal überraschen. Thank you.
unterbrochen. Jetzt läuft es erstmal wieder eben. Sind nochmal kurz Bälle geflogen. Mal schauen, ob es jetzt störungsfrei voran geht. Lassen wir uns mal überraschen. Und es liegen wieder Bälle auf dem Feld. Aber noch läuft das Spiel. Mal schauen, wie lange noch. Halbzeitpause in Hannover, 1:1 unentschieden. Und das war eine ziemlich wilde Halbzeit. Angefangen vom frühen Führungstreffer von 96, dann die ganzen Fanproteste mit vielen Unterbrechungen. Ich glaube, es gibt wirklich in der ganzen Region keine Tennisbälle mehr. Dann der meiner Meinung nach etwas überraschende Ausgleich von Hansa Rostock. Ja, diese Halbzeit hat eigentlich alles zu bieten. Supporte ich mich wirklich von beiden Seiten wieder ganz, ganz große Klasse. Aber besonders muss ich mal wieder eins sagen. Was mich bei Hansa imponiert, ist diese hohe Mitmachquote bei allen. Selbst bei Rückstand hat man zwar auch nicht bei jedem Verein. Das ist schon immer wieder stark. Jetzt mal schauen, was in der zweiten Halbzeit so passiert. Ich bin gespannt. Wir sehen uns nach dem Spiel. Thank you.
weiß. Information kam erst recht spät. Mal gucken, was er entscheidet. Welche Situation die es gab, überhaupt keine Ahnung. Ende in Hannover und am Ende steht ein 2:1 Heimsieg für Hannover 96. Dazu herzlichen Glückwunsch. Die zweite Halbzeit war nicht mehr ganz so spektakulär und wild wie die erste Halbzeit. Aber was mir besonders gut gefallen hat, war das Europapokal der Hannoveraner. Wer weiß, vielleicht ist dieser Sieg heute der Beginn einer wunderbaren Serie, der irgendwann im Europapokal endet. Wäre ja schön. Ich wünsche es auch Hannover 96 auf jeden Fall. Hansa Rostock, alles Gute für den Klassenerhalt. Ich hoffe, dass Hansa die Klasse hält, weil in der dritten Liga hat ein Verein wie Rostock nichts zu suchen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst gerne ein Abo da. Da würde ich mich sehr über die Unterstützung freuen. Und wir sehen uns dann zum nächsten Video.